Also das erste Mal, wo ich richtig, richtig mit dem Islam in Kontakt gekommen bin, ich meine, es gab einen Freund, der wo mit mir früher in Disco war, hat auf einmal hat er gemerkt, diese Sachen, was er macht und so, die sind nichts für ihn. Und er hat dann wieder angefangen zu beten und so. Und da habe ich auch gesehen, ja, er ist nicht mehr so mit uns zusammen in Diskos gegangen und so. Da habe ich schon gesehen, dass der Islam ihn verändert hat, zum Guten, zum Positiven. Er wollte nicht schlechte Sachen machen. Und ich war trotzdem noch mit ihm befreundet, habe ihn öfters besucht und seine Eltern haben mich sehr gemocht. Sein Vater hatte Maschallah einen langen weißen Bart. Sind auch von Türkei, sind die, Alhamdulillah. Und seine Mutter hat immer Maschallah aus dem Garten, immer hat sie extra für mich Salat gemacht und Mante, weil ich das so sehr geliebt habe. Alhamdulillah, immer wenn ich gekommen bin, haben die das extra gemacht. Subhanallah, obwohl ich war kein Muslim, aber die haben mich akzeptiert, Alhamdulillah, und haben mich gemocht, Alhamdulillah. Da bin ich das erste Mal so ein bisschen, habe ich den Islam ein wenig durch die Eltern und durch ihn ein bisschen kennengelernt, aber war noch nicht so richtig interessiert daran. Erst durch den Tod meines besten Freundes, wo er gestorben ist, habe ich mir viel, viel Gedanken gemacht. Habe ich gedacht, was ist, wenn ich sterben werde, genauso wie er. Dann bin ich auf den richtigen Weg oder nicht, was passiert mit mir? Mache ich gute Sachen oder schlechte Sachen? Und dann habe ich dann ein bisschen nachgedacht. Auf jeden Fall bin ich dann, normalerweise würde ich nie in die Moschee gehen, aber aus diesem Grund bin ich damals in die Moschee gegangen. Und habe das Totengebet mitgebetet. Ja, ich war Christ, ich war kein Muslim. Ein Freund von mir hatte mir damals gezeigt, wie ich Abdest mache. Und dann habe ich das Totengebet mitgebetet. Nur wegen ihm. Ich hätte jetzt nicht wegen anderen Gründen wäre ich nicht in die Moschee gegangen oder hätte ich auch nicht mitgebetet. Aber weil ich ihn sehr gemocht hatte, weil ich an meiner Religion selber festgehalten habe. Auf jeden Fall habe ich dann von einem anderen, von meinem Cousin, sein Schwager den Koran bekommen, da ich mich dann langsam, ich habe dann immer Diskussionen gehabt, weil ich dann selber die Bibel angefangen habe zu lesen, habe ich dann öfters mit denen Diskussionen gehabt und so. Und dann zu dem Zeitpunkt, mein Cousin ist schon zum Islam konvertiert und ich wusste es nicht. Habe ihm aber ein bisschen über den Islam erzählt, weil ich mich dann selber dadurch, dass ich den Koran bekommen habe, habe ich gelesen. Ich wollte ihn eigentlich nur lesen, um mitreden zu können. Aber ich hatte gleich von vornherein gesagt, ich lese den Koran. Aber ich werde niemals Muslim. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Ich werde ihn lesen, aber ich werde nie Muslim. Und dann Subhanallah, Allah yahdi me. Allah, wenn er will, dann können wir nichts machen. Wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, wenn er für mich geschrieben hat, dass ich Muslim werde, dann werde ich Alhamdulillah. Alhamdulillah, auf jeden Fall, ich bin Muslim geworden. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass ich den Koran gelesen hatte, habe ich dann immer mehr mich in Diskussionen dann rein versetzt und habe dann mit denen diskutiert ein wenig und habe dann auch viel gefragt, wenn ich nicht genau wusste und falsch verstanden hatte. Und ja, irgendwann mal wurde es so, dass ich dann in der Arbeit immer in den Pausen komplett von Anfang bis Ende den Koran gelesen habe. Überall, wo ich hingegangen bin, ich habe den Koran gelesen. Er war richtig interessant für mich. Und vor allem damals, ich weiß noch genau, die Rolle, dass Isa a.s. dort erwähnt wurde und so. Und das hat mich gewundert, subhanAllah, über Isa im Koran so schön geredet und so, wird erzählt von ihm. Da habe ich mich gewundert, subhanAllah. Ich dachte, das wäre nur so die Religion, wo es über Mohammed sallallahu alaihi wasallam geht und nicht so sehr über die anderen Propheten. Aber Alhamdulillah, dadurch dann. Damals hatte ich eine Freundin, die hat auch, wie gesagt, sie hatte Wissen im Islam ein wenig. Und hatte mich ein bisschen aufgeklärt. Sie hatte mir sehr schön vom Islam erzählt gehabt. Leider hatte sie selber nicht praktiziert. Also jetzt nicht so. Sie hatte am Anfang ein bisschen gebetet und hatte auch Kopftuch getragen. Aber ja, später dann nicht mehr so. Und ich hatte dann, ja, zu diesem Zeitpunkt damals habe ich dann gemerkt, irgendwas, es kann nicht sein, irgendwas fehlt. Wenn ich jetzt ehrlich bin, dann ist, wie ich jetzt gelesen habe, ist der Koran das Gottes Wort, die abschließende Botschaft. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube daran. Und dann, ich wollte es noch nicht so richtig, hat sich ein bisschen hingezogen. Aber irgendwann habe ich dann diesen Freund angerufen, habe ich zu ihm gesagt, bei dem ich bei seinen Eltern öfters war, habe ich zu ihm gesagt, wo kann ich hinkommen, um die Schahada zu sprechen. Er hat zu mir gesagt, ich soll in die Moschee, wo er wohnt, also ist gleich nebendran. Komm, und dann habe ich bei ihm die Shahada gesprochen, Alhamdulillah.
Ja, und so bin ich dann zum Islam konvertiert. Alhamdulillah.